In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man auf schnelle und einfache Weise eine Tangentengleichung aufstellen kann. Man kann dieses Video auch als Einstiegsvideo in das Thema Tangentenprobleme sehen. In erster Reihe sollten wir uns vorstellen können, wie eine Tangentengleichung aussieht und welche Eigenschaften sie hat. Naja, eine Tangentengleichung ist immer eine Gerade, die die Kurve an einem bestimmten Punkt berührt. Dafür wähle ich jetzt an diesem Schaubild den Punkt B. Das wird dann unser Berührpunkt sein und an diesem Punkt kann ich dann eine Tangente anlegen. Unser Ziel wird natürlich sein, die Gleichung dieser Tangente aufzustellen. Um die Gleichung einer Tangente aufzustellen, gibt es verschiedene Möglichkeiten bzw. verschiedene Formeln. Ich werde jetzt die zwei Formeln zeigen, die am häufigsten benutzt werden. In erster Reihe, die Tangente ist eine Gerade. Das bedeutet, wir können gerne dafür auch die Gleichung einer Geraden benutzen. Die wohlbekannte y gleich mx plus c oder mx plus b, das spielt keine Rolle. Alternativ gibt es in der Oberstufe noch eine weitere Gleichung, und zwar die hier. In diesem Tutorial werde ich mich nur auf die erste Gleichung beziehen. Wenn ihr noch Lösungswege sucht mit der anderen Gleichung, das findet ihr entweder oben unter den i-Punkt oder im Abspann. Wie bereits gesagt, werden wir dann in diesem Tutorial natürlich nur diese Gleichung hier benutzen. Und jetzt schauen wir uns gleich anhand von Beispielaufgaben an, wie man das verwenden kann. Und hier schon unsere erste Beispielaufgabe. Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen von f im Punkt b. Auch wenn es für die Lösung nicht unbedingt notwendig ist, wollen wir uns das Ganze jetzt nochmal grafisch anschauen. Also wir haben hier unsere Funktion f von x rechts abgebildet und im Punkt b, also an der Stelle 2, das ist hier auf der Kurve, wollen wir eine Tangente anlegen. Die wird dann so aussehen. Und was wir schon erkennen können, ist die Tatsache, dass diese Tangente eine negative Steigung besitzt. Jetzt, was brauchen wir denn alles, um diese Tangentengleichung aufzustellen? Naja, in erster Reihe, weil der Punkt nicht vollständig gegeben ist, brauchen wir die y-Koordinate von diesem Punkt b. Und das ist relativ einfach. Man nimmt praktisch den x-Wert hier vom Punkt und setzt es in der Anfangsfunktion ein. Das werde ich jetzt auch hier an der Stelle machen. Also f von 2 ausrechnen. Und dann haben wir entsprechend minus 2 mal 2 hoch 2 plus 4 mal 2. Minus 2 mal 2 hoch 2 sind minus 8, plus 8 ergibt 0. Was wir eigentlich schon am Schaubild ganz gut erkennen können, das ist ja die Nullstelle. Also, damit können wir sagen, unser Berührpunkt hat ja die Koordinaten 2-0. Was könnten wir denn sonst noch gebrauchen? Naja, vergiss nicht, wir wollen eine Geradengleichung aufstellen. Und Geraden besitzen Steigungen. Deshalb sollen wir uns an dieser Stelle erinnern, dass die Steigung der Tangente eigentlich immer die erste Ableitung ist. Kurz gesagt, wir bilden jetzt für unsere Funktion f von x hier an dieser Stelle die erste Ableitung. Also wir haben dann f' von x minus 2x² abgeleitet sind minus 4x und 4x abgeleitet sind 4. Allerdings ist das nicht unsere Steigung, sondern das ist die allgemeine Steigung. Aber wir brauchen die Steigung in diesem Punkt b. Und deshalb nehmen wir die x-Koordinate von diesem Punkt b und setzen sie in der ersten Ableitung. Also an dieser Stelle werden wir dann haben, f' von 2 ist gleich minus 4 mal 2 plus 4 und minus 8 plus 4 sind natürlich minus 4. Und das ist die Steigung oder auch, ich kann an dieser Stelle auch m dafür schreiben. Wir erinnern uns praktisch, wir haben jetzt diese Geradengleichung, die wir hier nutzen wollen. Wir haben hier m und x und y sind ja auch bekannt. Das sind ja die x- und y-Koordinate von diesem Punkt. Die drei Sachen können wir dann nutzen, um einen passenden Wert für c zu bestimmen. Und das machen wir auch hier an dieser Stelle. Also für y setze ich dann 0 ein. Dann m minus 4 mal x sind ja 2 und plus c. Minus 4 mal 2 sind minus 8, die bringe ich dann rüber mit plus 8 und damit habe ich 8 ist gleich c. Und das war auch unser Ziel. Für die Tangentengleichung brauchen wir m und c, die haben wir jetzt, also können wir auch problemlos die Gleichung der Tangente aufstellen.
y ist gleich dann für m minus 4 x und dann noch plus 8. Das können wir uns auch hier gut vorstellen. Also wenn ich die Tangente hier nach oben verlängere, dann wird sie wahrscheinlich bei 8 die y-Achse schneiden und die Steigung ist minus 4, also negativ. Für diejenigen von euch, die das schon im Unterricht behandelt haben, als nächstes noch ein Beispiel mit einer e-Funktion. Wir wollen uns natürlich das Ganze erstmal vorstellen können. So sieht's aus. An der Stelle 0 oder im Punkt b legen wir an dieser Funktion eine Tangente. Und wir folgen den gleichen Lösungsweg wie bei dem Beispiel davor. Das bedeutet, in erster Reihe brauchen wir die y-Koordinate von diesem Punkt. Dafür nehme ich den x-Wert, also 0, und setze es in unsere Funktionsgleichung ein. Dann haben wir entsprechend e hoch 0,5 mal 0. Das ist natürlich e hoch 0, was wiederum 1 ist. Also unser Berührpunkt hätte dann die Koordinaten 0-1. Als nächstes brauche ich die Steigung. Dafür bilde ich die erste Ableitung, f' von x. Bei der e-Funktion ist ganz einfach. Die innere Ableitung, also die ableitende Hochzahl, kommt einfach nach vorne. 0,5x abgeleitet sind 0,5. Und dann wird die e-Funktion einfach nur abgeschrieben. Das ist die allgemeine Steigung. Jetzt nehmen wir den x-Wert hier, 0, und setzen es ein. F' von 0 ist dann entsprechend 0,5 mal e hoch 0,5 mal 0. E hoch 0 ist wieder 1, 0,5 mal 1 sind 1, also ist unsere Steigung auch 1. Und jetzt nehmen wir die Tangentengleichung, y gleich m mal x plus c. Zur Erinnerung, diese 1 hier ist unsere Steigung m. 0 und 1 sind x und y, die setzen wir jetzt ein und bestimmen unser c, unser Achsenabschnitt. Also haben wir 1 ist gleich m, 1 mal 0 plus c. 1 mal 0 sind 0, also 1 ist gleich c. Und damit können wir natürlich auch wieder unsere Tangentengleichung aufstellen. Y ist dann gleich 1x oder nur x plus 1. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Ihr habt ja bereits gesehen, es gibt ja verschiedene Formeln, mit denen man die Tangentengleichung aufstellen kann. Wir haben uns jetzt für die einfachste Formel entschieden. Allerdings gibt es noch weiterführende Tangentenprobleme, zum Beispiel Tangenten vom Punkt außerhalb der Kurve oder eine Tangentengleichung aufstellen bei gegebener Steigung. Da scheitert diese einfache Formel oder die Rechnung ist zu komplex, deshalb sollte man die zweite Formel nehmen. Und eine andere Voraussetzung, diese Aufgaben gebacken zu kriegen, ist natürlich, dass man die Ableitungsregel kennt. Tutorials zu all diesen Themen findet ihr jetzt gleich noch im Abspann.